Der Hof des Staatsgefängnisses, ringsum von einer hohen Wallmauer umgeben. Alle Fenster der Gebäude haben Gitter, die Türen, durch Nummern gekennzeichnet, sind mit Eisen beschlagen und mit starken Riegeln verwahrt. Das Haupttor im Wall ist fest verschlossen. Für einzelne Besucher ist eine kleine Pforte da. Dicht beim Tor liegt das Stübchen des Pförtners. Dort plättet Marceline Wäsche. Giacchino hat wieder einmal die kleine Pforte geöffnet und Pakete in Empfang genommen. Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein. Wir können vertraulich nun plaudern. Es wird ja nichts Wichtiges sein. Ich darf bei der Arbeit nicht zaudern. Ein Wörtchen, du Trotzige, du. So sprich nur, ich höre ja zu, ich höre ja zu, ich höre ja zu. Wenn du mir nicht freundlicher blickest, so bring ich kein Wörtchen hervor. Wenn du dich nicht in mich schickest, verstumpf, ich bin vollends das Ohr. Ein Weilchen, so und höre mir zu, dann lass ich dich wieder in Ruhe. Zum Weib dich gewählt, verstehst du? Das ist ja doch klar. Und wenn mir dein Ja-Wort nicht fehle, was meinst du? So sind wir ein Paar. Wir könnten in wenigen Wochen. Recht schön, du bestimmst schon die Zeit, du bestimmst schon die Zeit. Wir könnten in wenigen recht Wochen. Recht schön, du bestimmst schon die Zeit, wenigen, recht schön, recht schön, du bestimmst schon die Zeit. Im Herzen schon lang. Ich weiß, ob es mir nicht.
weiß, zum Tode, ist zum Tode, lang, wer weiß, und es wird nicht mehr lang, zum Tode, nicht mehr lang. Wenn ich diese Türe heute nicht schon 200 Mal auf und zu gemacht habe, dann will ich nicht Giacchino heißen. Hörst du? Der Vater ruft. Och, lassen wir ihn ein wenig warten. Also auf unsere Liebe zu kommen. So geh doch. Der Vater wird sich nach Fidelio erkundigen. Ei, freilich. Da kann man nicht schnell genug sein. Giacchino, hörst du mich? Ich komme schon. Bleib hier. In 2 Minuten bin ich wieder da. Der arme Giacchino dauert mich. Ich war ihm sonst recht gut. Da kam Fidelio in unser Haus und seit der Zeit ist alles in mir und um mich verändert. Die Arme.
Marceline, ist Fidelio noch nicht zurückgekommen? Nein, Vater. Die Stunde nach, wo ich den Gouverneur die Briefschaften bringen muss, die Fidelio abholen sollte. Ich erwarte mit Ungeduld. Giacchino! Giacchino! Ich komme schon! Da ist er ja! Wie er belastet warte, ist! Warte, ich helfe dir! Armer Fidelio, diesmal hast du dir zu viel aufgeladen. Ich muss gestehen, ich bin ein wenig müde. Der Schmied hatte so lange an den Ketten zu tun. Sind sie jetzt gut gemacht? Gewiss, recht gut und stark. Keiner der Gefangenen wird sie zerbrechen. Was kostet alles zusammen? Hier ist die genaue Rechnung. Gut. Brav. Du kaufst alles wohlfeiler als ich. Ich suche zu tun, was mir möglich ist. Ja, du bist brav. Man kann nicht eifriger, nicht verständiger sein. Ich habe dich aber auch mit jedem Tag lieber. Und sei versichert, dein Lohn soll nicht ausbleiben. Oh, glaub nicht, dass ich meine Schuldigkeit nur des Lohnes wegen... Still. Meinst du, ich könnte dir nicht ins Herz sehen? Thank you.
Höre, Fidelio, wenn ich auch nicht weiß, wie und wo du auf die Welt gekommen bist und wenn du auch gar keinen Vater gehabt hättest, so weiß ich doch, was ich tue. Ich mache dich zu meinem Tochtermann. Wirst du es bald tun, lieber Vater? Wie eilfertig. Sobald der Gouverneur nach Sevilla gereist sein wird, haben wir mehr Zeit. Den Tag nach seiner Abreise gebe ich euch zusammen. Den Tag nach seiner Abreise? Den Tag nach seiner Abreise. Nun, meine Kinder, ihr habt euch doch recht herzlich lieb, nicht wahr? Ach. Aber das ist noch nicht alles, was zu einer guten, vergnügten Haushaltung gehört. Man braucht auch... Hat man nicht auch Gold beim Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sie vor das Leben, mancher Kummer stellt sich ein, mancher Kummer stellt sich ein. Doch wenn sie in den Taschen ein klingelt und rollt, da hält man das Schicksal gefangen und macht und lieber. Verschafft ihr das Gold und stillet das kühnste Verlangen, und stillet das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Knecht für Sold, es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes Gold, das Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wir beide die Schnurrliebe befindet, wird nach Tische hungrig sein, wird nach Tische hungrig sein. Drum lächelt der Zufall euch gnädig und gold, und segne und lenkt euer Streben, das Liebchen im Arme, das Liebchen im Arme, im Beutel das Gold, so mögt ihr viele Jahre durchleben. So mögt ihr viele Jahre durchleben. Das Glück dient wie ein Knecht für Sold. Es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding. Das Gold, das Gold, es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold. Ihr könnt das leicht sagen, Meister Rocco, aber ich behaupte, dass die Vereinigung zweier gleichgestimmten Herzen die Quelle des wahren ehelichen Glückes ist. Hm. Oh, dieses Glück muss der größte Schatz auf Erden sein. Freilich gibt es noch etwas, was mir sehr kostbar wäre. Das wäre? Euer Vertrauen. Mein Vertrauen? Verzeiht mir diesen kleinen Vorwurf. Aber oft sehe ich euch aus den unterirdischen Gewölben dieses Schlosses ganz außer Atem und ermattet zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten, euch bei eurer Arbeit zu helfen? Du weißt doch, dass ich strengsten Befehl habe, niemanden, wer es auch sei, zu den Staatsgefangenen zu lassen. Es sind ihr aber gar zu viele in dieser Festung. Du arbeitest dich noch zu Tod, lieber Vater. Man muss sich für seine Kinder zu erhalten suchen. Ja, ja, ihr habt recht. Diese schwere Arbeit könnte mir doch endlich zu viel werden. Der Gouverneur ist zwar sehr streng, er muss mir aber doch erlauben, dich in die geheimen Kerker mit mir zu nehmen. Ja. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen, obschon ich mich ganz auf dich verlassen kann. Vermutlich, wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast, Vater. So ist es. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Es ist
Über 2 Jahre. 2 Jahre? Na und? Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Das kommt ungefähr auf eins heraus. So hat man denn nie erfahren können, woher er ist und wie er heißt? Wie oft wollte er mit mir von alledem reden? Nun? Für uns einer ist's am besten, so wenig Geheimnisse als möglich zu wissen. Deshalb habe ich ihn auch nie angehört. Ich hätte mich verplappern können und ihm hätte ich doch nicht genützt. Nun, er wird mich nicht lange mehr quälen. Es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Großer Gott, lieber Himmel, wie hat er denn eine so schwere Strafe verdient? Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Ration verkleinern. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nicht mehr als 2 Unzen schwarzes Brot, eine halbe Maß Wasser, kein Licht, kein Stroh, nichts, nichts. Oh, lieber Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm. Er könnte diesen Anblick nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft. Mut, Söhnchen, Mut, hab ihm Vermut, hab ihm Vermut, dann wird es auch gelingen. Das Herz wird hart durch Gegenwart, bei fürchterlichen Dingen. Ich brauche Hilfe, es ist ja
du Tochter gut, dann geht es gut. Gestillt, gestillt, wird euer Sehnen. Du seid so gut, ihr seid so gut, ihr seid so gut, gebt euch die Hand und schließt das Band. Zeit, dass ich den Gouverneur die Briefschaften überbringe. Schildwachen auf dem Wall. 6 Mann Tag und Nacht an die Zugbrücke, ebenso viele gegen den Garten zu. Jeder Mann, der sich dem Graben der Festung nähert, wird es sogleich vor mich gebracht. Gut, Herr Gouverneur. Rocco, etwas Neues? Nein, Herr. Depeschen? Hier sind sie.
Immer Empfehlungen oder Vorwürfe. Wenn ich auf all das achten wollte, würde ich nie damit zu Ende kommen. Was ist das? Ich kenne diese Schrift. Der Minister hat in Erfahrung gebracht, dass die Staatsgefängnisse, denen sie vorstehen, mehrere Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Seien Sie auf Ihrer Hut und suchen Sie, sich sicherzustellen. Wenn er entdeckte, dass ich diesen Floristan in Ketten liegen habe, ihn, den er längst tot glaubt. Doch, es gibt ein Mittel, eine kühne Tat. Sehen Sie unablässig und mit der größten Achtsamkeit auf die Straße nach Sevilla. Sobald Sie einen Wagen von Reitern begleitet nahen sehen, lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Verstehen Sie? Augenblicklich! Ich erwarte die größte Pünktlichkeit. Sie haften mir mit Ihrem Kopf dafür. Fort, aber eure Posten. Rocco? Herr? Jetzt! Altor! Altor, jetzt hat es Eile! Ihr wird ein Glück zum Teile! Du wirst ein reicher Mann! Das geb ich nur daran!
So sag doch nur in Eile, womit ich dienen kann, womit ich dienen kann. Du bist ein altem Blute und ein verzagtem Mute. Durch langen, langen Dienst geworden. Was soll ich? Redet, redet. Morden. Wie? Hör mich nur an. Du bist, bist du ein Mann? Bist du ein Mann? Wir dürfen gar nicht säumen, im Staate liegt daran, die bösen Untertan schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, Herr! Im Staate liegt daran, die bösen Untertan schnell, schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, Herr! Stehst du an? Oh, Herr! Stehst du an? Ihr darf nicht länger leben, so ich so was besteht. Ich nehm ihm die Zarre soll dir beben, die Zarre, Zarre soll dir beben. Da fährst du hin, was ich werde stehen. Da fährst du hin, was ich werde stehen. Nein, Herr, das Leben nehmen, das ist nicht meine Pflicht, nicht meine Pflicht. Sammelt gekriegt, nun eile rasch und munter zu jenem Mann hinunter. Du weißt, dir kaum mehr in kleiner Ferne, du gräbst in der Zisterne sehr schnell ein Grab. Und dann, dann werd ich schnell vermummt mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß und ihr verschwand. Verhungert ihr stirbt seinen Kälten, ertrug ihr Gott seine Pein, in Töten heißt ihr Röten. Ihr Teufel ist ihm befreit. Jetzt, Alter, jetzt hat es Eile. Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen, dann werd ich selbst vermummt mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß und ihr verschwund. Verstärkt seine Ketten, verfugt seine Pein. Ein Körper heilt sich Tränen, an wird mich euch sein. Thank you.
aber Marceline... Kein Wort, keine Silbe. Ich will nichts mehr von deinen albernen Liebesseufzern hören. Und dabei bleibt es. Wer das gesagt hatte, als ich mir vornahm, mich in dich zu verlieben. Ja, da war ich der gute, liebe Chacchino. Aber seit dieser Fidelio... Ich leugne nicht, ich war dir gut. Aber zwischen Fidelio und mir herrscht eine weit größere Übereinstimmung. Eine Übereinstimmung mit einem solchen hergelaufenen Jungen, den der Vater aus bloßem Mitleid am Tor dort aufgelesen hat, der arm und verlassen ist und den ich doch heirate. Was hat er denn wieder zu zanken? Ach, Vater, er verfolgt mich immer. Warum denn? Er will, dass ich ihn lieben, dass ich ihn heiraten soll. Nein, Jacqueline, von deiner Heirat kann jetzt keine Rede sein. Mich beschäftigen wichtigere Dinge. Ich verstehe, Vater. Fidelio. Rocco, ich bat euch schon ein paar Mal, die armen Gefangenen in den Festungsgarten zu lassen. Ach. Heute ist das Wetter so schön und der Gouverneur kommt um diese Zeit bestimmt nicht hierher. Oh ja, ich bitte mit. Der Kinder, ohne Erlaubnis des Gouverneurs geht das. Aber er sprach doch so lange mit dir. Vielleicht kannst du ihm einen Gefallen erweisen und dann wird er es so genau nicht nehmen. Einen Gefallen? Du hast recht, Marceline. Auf diese Gefahr hin kann ich es wagen. Wohl denn, Jacchino Fidelio, öffnet die leichteren Gefängnisse.
Mich begleiten.
hart, hart ist des Kerkermeisters Blut. Ich freu mich nicht, wir sind nicht tot, ich freu mich nicht, wir sind nicht tot. In der zerfallenen Zisterne bereiten wir die Grube leicht. Ich tu es, glaube mir, nicht gerne, auch dir ist schaurig, wie mich durch. Ich hätte gerne dich verschont, doch wird es mir allein zu schwer und gar so streng ist unser Herr, so streng. Sein. Die
Thank you.
Thank you.
kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe. Das ist natürlich. Es ist ja tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Da ist er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Ihr meint es? Nein, nein, er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, ihn zu erkennen. Gott steh mir bei, wenn er es ist. Hier, unter diesen Trümmern, ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Zu gelangen, gib mir eine Haue und stelle dich hierher. Du zitterst. Fürchtest du dich? Nein, es ist nur so kalt. So mache fort, im Arbeiten wird dir schon warm werden. Gegraben. Es wird nicht lang, er kommt herein. Es wird nicht lang, es wird nicht lang, er kommt herein. Ihr sollt ja nicht zum Leben haben, ihr sollt gewiss zufrieden sein. Nur hurtig fort, nur frisch gegraben, es wird nicht lang, er kommt herein. Ihr seid ja Stein erheben. Hab Acht, hab Acht, er hat Gewicht. Ich helfe schon, sorg euch nicht, ich will mir alle Lage geben. Ein wenig noch. Geduld. Mir weicht. Nur etwas noch. Es ist nicht Es ist nicht leicht. Und etwas noch. Nur hurtig fort, nur frisch gegraben. Es wird nicht lang, er kommt herein. Es wird nicht lang, er kommt. Es wird nicht lang, ja, ja, es wird nicht lang.
Er erwacht. Er erwacht, sagst du? Ja, er hat eben den Kopf in die Höhe gehoben. Ohne Zweifel wird er wieder 1000 Fragen an mich stellen. Ich muss alleine mit ihm reden. Steige du statt meiner hinab und räume noch so viel weg, dass man die Zisterne leicht öffnen kann. Nun, ihr habt wieder einige Augenblicke geruht. Geruht? Wie fände ich Ruhe? Diese Stimme, wenn ich nur einen Augenblick sein Gesicht sehen könnte. Werde die immer bei meinen Klagen taub sein? Gott, er ist's. Was verlangt ihr denn von mir? Ich vollziehe die Befehle, die man mir gibt. Das ist mein Amt, meine Pflicht. Sagt mir endlich einmal, wer ist Gouverneur dieses Gefängnisses? Der Gouverneur dieses Gefängnisses ist Don Pizarro. Pizarro! Er ist, dessen Verbrechen ich zu entdecken wagte. Und schickt sobald als möglich nach Sevilla. Fragt nach Leonore Flores. Er ahnt nicht, dass sie jetzt sein Grab gräbt. Sagt ihr, dass ich hier in Ketten liege? Es ist unmöglich, sage ich euch. Ich würde mich ins Verderben stürzen, ohne euch dabei genützt zu haben. Wenn ich denn verdammt bin, hier mein Leben zu enden, und so lasst mich nicht langsam verschmachten. Oh Gott. Aus Barmherzigkeit gebt nur einen Tropfen Wasser. Ich kann euch nicht verschaffen, was ihr verlangt. Alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Restchen Wein. Fidelio, gib. Da ist er, da. Wer ist das? Mein Schließer und in wenigen Tagen mein Eidam. Es ist freilich nur wenig Wein, aber ich gebe ihn euch gerne. Na du bist ja so bewegt. Der sollte es nicht sein. Ihr selbst, Meister Rocco. Es ist wahr, der Mensch hat so eine Stimme. Ja, sie dringt in die Tiefe des Herzens. Das geht nicht an. Es ist ja bald um ihn getan. So sei es.
Dank. Alles ist bereit. Ich gehe jetzt, das Signal zu geben. O Gott, gib mir Mut und Kraft. Ist das der Vorbote meines Todes? Nein, nein, beruhige dich. Was du auch immer hören und sehen magst, vergiss nicht, dass es überall eine Vorsehung gibt. Ja, es gibt eine Vorsehung. Ist alles bereit? Ja. Die Zisterne braucht nur geöffnet zu werden. Der Bursche soll sich entfernen. Geh, entferne dich. Wer, ich und ihr? Da muss ich dem Gefangenen nicht die Ketten abnehmen. So, geh doch. Soll ich ihm die Ketten abnehmen? Nein, aber schließ ihn los vom Stein. Die Zeit drängt. Ihr sterbe! Doch er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz erfleicht. Der Rache dunkel sei zerrissen. Sieh her, du hast dich nicht getäuscht. Pizarro, den du fürchten solltest. Pizarro, den du fürchten solltest. Die Monatsbrecher, die Monatsbrecher. Nur noch ein Augenblick auf dieser Deutsch. Und was ist das Deutsch? Ich bin verloren, ich habe mich im Blut. Ein Heil, ein Heil. Ich habe mich im Blut.
Gelobt sei Gott! Wir kommen! Wir kommen augenblicklich! Leute sollen heruntersteigen mit Fackeln und den Herrn Gouverneur hinaufbegleiten! Was hast du für mich getan? Nichts. Nichts, mein Lorister. Der Minister hat eine Liste aller Gefangenen bei sich. Alle sollen ihm vorgeführt werden. Ihr allein seid nicht erwähnt. Eure Haft ist eine Eigenmächtigkeit des Gouverneurs. Folgt mir hinauf! Auch ihr, gnädige Frau! Gestützt auf Leonore und Rocco schleppt sich Florestan die Stufen hinauf. Als er oben anlangt, vermag er nach zweijähriger dunkler Kerkerhaft das helle Tageslicht kaum zu ertragen. In der offenen Türe stehend, erkennt er nur allmählich im strahlenden Sonnenlicht den großen Paradeplatz vor dem Schloss des Gouverneurs mit dem Standbild des Königs. Ringsum marschieren Wachen auf und bilden ein offenes Viereck. Auf der Schlosstreppe erscheint der Minister, gefolgt von Don Pizarro und Offizieren.
Unzähliges Volk strömt herbei. Von Giacchino und Marcellini geführt, kommen die Staatsgefangenen und knien vor dem Minister. Zwei Worte sagen. Ein Wort, sie kann. Dort
an mein Tor und trat als Knecht in meine Dienste und tat so brave, treue Dienste, dass ich zum Eidam sie erkor. Oh, weh mir, was vernimmt man her? Der Unmensch wollte in dieser Stunde vollziehen,